Sonntagmorgen, 8:15 Uhr, Richard-Strauss-Tunnel in München. Beim Überholvorgang muss ein LKW stark abbremsen. Ein vollbesetzter Bus knallt ihm hinten drauf. Mehrere PKW fahren in die Unfallstelle. Es kommt zur Katastrophe. 7 Fahrzeuge, 70 Verletzte. Wenige Minuten später, die ersten Einsatzkräfte treffen ein. Blutige Wunden, schreiende Menschen. Die Retter verlieren beinahe den Überblick. Zum Glück alles nur eine Übung, eine Realübung, wie es sie im Richard-Strauss-Tunnel noch nie gegeben hat. Ein sogenannter Massenanfall an Verletzten muss abgearbeitet werden. Im Rettungsdienst gibt es verschiedene Größenordnungen von Schadensereignissen. Das ist jetzt praktisch die Größenordnung 3, zwischen 50 und 100 Verletzte. Das ist Gott sei Dank sehr, sehr selten und deswegen ist es so wichtig, dass unsere Einheiten das Zusammenspiel trainieren und auch die Versorgung. Denn die große Herausforderung ist, normal sind die Kräfte im Rettungsdienst zu zweit oder zu dritt für einen Patienten. Hier haben wir plötzlich sehr viele Patienten und anfangs sehr wenige Helfer. Und wer einmal in so einer Lage war, der kann dann im Ernstfall einfach besser agieren. Teilweise sind die Verletzten noch in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Die Feuerwehr muss hier mit technischem Gerät angreifen. Und der erste Ansatzpunkt, den wir bei der technischen Rettung haben, ist einfach die Frage, wie ist das Auto deformiert? Welche Zugangsmöglichkeiten haben wir? An dem PKW sieht man es eben, starke Verformung im Dachbereich, die Tür verformt. Wir entscheiden dann eben entsprechend der vorgefundenen Situation, was ist der Weg des geringsten Widerstandes und wie bekommen wir den Patienten am schonendsten aus dem Fahrzeug heraus? Stichwort, so wenig wie möglich bewegen. Wir prüfen dann verschiedene Optionen. In dem Fall wäre es eben zum Beispiel ein weiches Dach oder auch Entfernung der Tür. Es gibt verschiedene technische Mittel dazu. Das augenfälligste ist die Rettung mit dem hydraulischen Rettungssatz, also der hydraulischen Schere und dem hydraulischen Spreizer. Durch Verformen und Schneiden von den Bauteilen des Autos. Insgesamt legt man bei der Übung Wert auf verschiedene Schwerpunkte. Die Schwerpunkte der Übung sind das Erproben der verschiedenen Konzepte, die ineinander greifen müssen, von der technischen Befreiung hin zu der Sichtung der Patienten, wer ist am schwerst verletzten, wer muss sofort in einen Operationssaal, bis hin zum Abtransportkonzept, bis hin zum Verteilen der Patienten auf die richtigen Krankenhäuser und in den Krankenhäusern die Notaufnahme, die hier natürlich streng gefordert ist. All diese Teilkonzepte werden ineinandergreifend überprüft. Hand in Hand arbeiten an dieser Einsatzstelle die verschiedensten Hilfsorganisationen zusammen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr München, alle Rettungsdienstorganisationen der Stadt München sowie die Polizei und die umliegenden Krankenhäuser. Im Hintergrund agiert auch noch das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr. Ein Hauptteil der Übung war der umgestürzte Bus. Er lag auf der Seite mit den Türen. Das heißt, die Rettungskräfte mussten einen Zugang durch die Windschutzscheibe sowie die Dachluken schaffen, um überhaupt an die Verletzten heranzukommen. Erst jetzt konnten die Patienten gerettet werden. Je nach unterschiedlichem Verletzungsgrad wurden die Geretteten nicht nur medizinisch erstversorgt, sondern sogar in die jeweiligen Krankenhäuser eingeliefert. Dort ging dann die Übung weiter. Und auch in den Kliniken haben wir heute eine besondere Situation. Die Kliniken hier in München, die beteiligt sind, sind 9 Kliniken beteiligt, haben rund 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Freizeit hinzugezogen, um hier mal auch ihre internen und externen Notfallpläne zu üben. Bis da hinein, dass wir den Mimen ein Verletzungsmuster mitgibt, das auch in den Krankenhäusern behandelt werden kann, sodass auch die mal schauen können, wie können sie in den Operationssaal einschleusen und wie funktioniert das insgesamt. Ein Anliegen von uns, denn wir wollen ja nicht das nächste Krankenhaus anfahren, dort alle Verletzten mehr oder weniger abgeben und die Katastrophe vom Einsatzort in das nächstgelegene Krankenhaus verlagern, das da nicht in der Lage ist, alle Patienten gleichermaßen gut zu bedienen. Und deshalb üben wir auch die Patientenverteilung und die Aufnahme in den Krankenhäusern heute. Nach rund 3 Stunden harter Arbeit für die Retter waren alle Verletzten aus ihren Fahrzeugen befreit und versorgt.
Oberbranddirektor der Branddirektion München, Wolfgang Schäuble, zeigte sich weitgehend zufrieden. Also vom Grundsatz her kann man feststellen, dass diese Konzepte sehr gut ineinander greifen. Natürlich gibt es wie immer das ein oder andere Detail. Gerade die ersten Kräfte, wir haben ja realistisch geübt. Das heißt, die Kräfte kommen nacheinander. Und auch in so einer großen Stadt wie München, wenn man das in der Realzeit spielt, geht es eine ganze Weile, bis dann der ganze Apparat dann auch tatsächlich hier ist. Insofern haben natürlich die ersten Kräfte ein richtiges Horrorszenario gehabt und haben natürlich auch ein bisschen gebraucht, bis sie einen Überblick über die Lage hatten und bis sie dann die nächsten Kräfte, die dann doch 5-6 Minuten später erst gekommen sind, wieder einweisen konnten. Aber insgesamt kann man sagen, dass insbesondere die Konzepte gut laufen und funktionieren und der Einzelne im Detail natürlich immer das eine oder andere nicht so ganz optimal gelöst hat. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil wir üben ja, damit wir besser werden. Weil wenn wir es schon könnten, müssten wir nicht üben. Das sind für uns wichtige Erkenntnisse, weil sowas finden Sie halt im Normalfall nicht einmal in Ihrem Leben im Realfall vor. Und insofern sind das für uns ganz wichtige Erkenntnisse und vor allem auch die kleinen oder etwas größeren Fehler, individuell oder im System, die müssen entdeckt werden, um sie abstellen zu können. Insgesamt waren an der Katastrophenschutzübung rund 1200 Helfer beteiligt.